Hallo, mein Name ist Maike Kranz von 123 Effizient dabei. Ich bin Expertin für Büroorganisation. Und heute geht es um ein Thema, das kann man unter dem Punkt Besprechungseffizienz zusammenfassen, aber hauptsächlich hat es für mich etwas mit Führung zu tun. Und zwar geht es um die Kommunikation zwischen der Führungskraft und dem Mitarbeiter, konkret gesagt Einzelgespräche. Werden aus meiner Sicht viel zu selten geführt, sind aber enorm wichtig und verbessern die Zusammenarbeit und gehört für mich zu einer der zentralen Führungsaufgaben. Und wie Sie das effizient gestalten können und auch noch eine Softwareempfehlung von mir, die kostenlos ist. Schauen wir doch einfach mal, was Sie da tun können und wie Sie das einfach effizient gestalten. Schauen wir uns also jetzt einmal das Thema Einzelgespräche etwas genauer an. Was ist eigentlich ein Einzelgespräch? Ich möchte es einfach nochmal grundsätzlich klären. Zwischen Vorgesetzten und seinem Mitarbeiter, ja, findet ein Gespräch statt. Also das ist, das kann ja Projektleiter und Projektmitglied sein, aber gehen wir mal davon aus, Chef und Mitarbeiter setzen sich zusammen. Und worum kann es da gehen? Status eines Projektes, berufliche Ziele. Der Mitarbeiter könnte Fragen stellen oder Vorgesetzte stellt Fragen an den Mitarbeiter und vor allen Dingen Feedback geben. Ganz wichtig, dass wir das nicht vergessen. Und zwar auch positives Feedback, nicht nur immer kritisieren. Ja, und solche Einzelgespräche sollten Sie als Führungskraft mit all Ihren Mitarbeitern führen. Ja? Also was ist in der vergangenen Woche passiert oder was steht dann für die kommende Woche an? Und hier sehen Sie schon, ich spreche hier von Woche, nicht Quartal, nicht Monat, nicht zwei Wochen oder was auch immer, sondern jede Woche. Und das ist das, was ich immer wieder betone. Führungskräfte sollten meiner Meinung nach sich wirklich einmal die Woche mit den Mitarbeitern, jeden Einzelnen, zusammensetzen und dieses Einzelgespräch führen. Da sagen jetzt immer wieder auch Führungskräfte zu mir, das geht doch nicht, Frau Kranz, ich habe doch 20 Mitarbeiter, da müsste ich ja 20 Einzelgespräche in der Woche führen. Das ist ja viel zu viel Zeit. Da komme ich ja zu nichts anderem mehr. Ja, da sind schon 20 Stunden drauf, pro Woche. Und da sage ich, erstens, vielleicht geht es auch etwas schneller als eine Stunde. Und zweitens, ja genau, das ist Führungsaufgabe. Als Führungskraft muss ich dafür sorgen, dass meine Mitarbeiter ihre Aufgaben erledigen und ihnen Hilfestellungen anbieten und Rahmen dafür bieten, dass meine Mitarbeiter gut arbeiten. Als Führungskraft muss ich nicht viele Projekte selbst machen und so weiter, denn dafür habe ich ja meine Mitarbeiter eingestellt. Na, dafür habe ich sie ja alle, damit die Themen bearbeiten, kompetent und mit entsprechend Zeit. Und nicht ich als Führungskraft. Als Führungskraft muss ich nur den Rahmen dafür schaffen. Deswegen muss ich mir auch einmal die Woche Zeit nehmen für meine Mitarbeiter und denen genau das klären. Was sind jetzt die Ziele? Was gibt es für Fragen? Wo kann vielleicht der Vorgesetzte Unterstützung? Oder wie kann er dem Mitarbeiter weiterhelfen? Und da kann ich auch schon mal gleich wieder verweisen auf meinen Kurs mit Fragen führen. Der Führungskraft als Coach, das verlinke ich auch nochmal unter dem Video mit rein. Das wäre eine Ergänzung praktisch zu diesem Thema. Ne? Wie kann dann so ein Einzelgespräch stattfinden? Ja, gut wäre, wenn man auch eine entsprechende Vorlage hat, an der man sich abarbeiten kann. Das heißt, wir haben eine klare Struktur und Tagesordnung. Also Tagesordnung ist jetzt ist ja nur eine Stunde oder weniger. Ne? dann sollte es auch ein Ort, und das meine ich jetzt wirklich digital, ein digitaler Ort sein, wo eben beide, Führungskraft und Mitarbeiter, darauf zugreifen können, das teilen können und die Aktionspunkte erfassen. Das heißt,
man schreibt sich bitte schön nicht Mails mit den Themenvorschlägen und irgendwelchen Aktionspunkten hin und her, sondern wir haben einen digitalen Ort, wo beide darauf zugreifen können. Jeder kann sehen, wer hat dann was ergänzt und wie ist der Stand der Dinge. Und dieser digitale Ort ist aus meiner Sicht OneNote. Ja, weil wir hier die Möglichkeit haben, entsprechend etwas zu organisieren. Beide haben Zugriff drauf, beide sehen, wie ist der aktuelle Stand der Dinge. Und beide können hier an so einer Seite mit dem Mitarbeitergespräch zusammenarbeiten. Welche Vorteile hat so eine Vorlage? Sie können Aktionspunkte, Verantwortlichkeiten, Fristen im Blick behalten. Also auch wenn Sie als Vorgesetzte mit 20 Mitarbeitern darüber sprechen, haben Sie immer noch alles im Blick. Sie können eben auch die langfristigen Karriereziele der Mitarbeiter nachverfolgen und auch die Mitarbeiter können das immer wieder sehen. Durch asynchrones Feedback, also man muss sich nicht immer nur in diesem Gespräch darüber unterhalten, sondern Sie als Führungskraft können auch zwischendurch immer mal reinschauen, wo ist Ihr Mitarbeiter vorangekommen, was hat er jetzt schon erledigt, welche neuen Ideen und Fragen sind dort aufgekommen und da können Sie dann, wenn Sie sich Zeit dafür nehmen, da einmal reinzuschauen, Ihr Feedback geben und der Mitarbeiter kann das meinetwegen dann am nächsten Tag lesen. Ja, also dass Sie dort gemeinsam in dieser Vorlage arbeiten, ohne dass Sie immer zum selben Zeitpunkt darauf schauen müssen. Und auch neuen Mitarbeitern eben schnell einen gemeinsamen Ort bieten, einen digitalen Ort, wo Sie auch diese Einarbeitung letztendlich begleiten. Sie können vor dem Gespräch schon Ihre Diskussionsthemen planen und somit auch die Zusammenarbeit optimieren, insbesondere wenn die Mitarbeiter sich mal wieder im Homeoffice befinden oder Sie sind im Homeoffice. Ja, man muss sich nicht am selben Ort treffen, sondern es gibt ja auch die Möglichkeit, sich digital zu treffen über eine Videokonferenz und gemeinsam in dieser OneNote-Vorlage zu arbeiten. Und dadurch, dass wir alles an einem Ort sammeln und alle Zugriff drauf haben und alle das sehen können, also alle meine ich jetzt beide Teile, Vorgesetzter und Mitarbeiter, wir können ja auch einzelne Bereiche in OneNote schützen, ne? Dass man auch sagen kann, okay, das ist jetzt nur für den Max Mustermann und den Vorgesetzten und die anderen Kollegen können gar nicht darauf zugreifen und können das gar nicht sehen, ne? Um da auch eine gewisse Diskretion zu gewahren, ne? Aber diese Fragen können Sie einfach dann im Meeting klären, wenn Sie sie vorher gesammelt haben. So, also sammeln Sie im Laufe der Woche Themen, also wie gesagt, einmal die Woche sitzen Sie sich zusammen, ne? Sammeln Sie die im Laufe der Woche Themen, und zwar beide, Vorgesetzter und Mitarbeiter. Schaffen Sie diesen gemeinsamen Ort, mein Tipp ist wie gesagt OneNote. Teilen Sie die Updates oder auch Hindernisse, die sich da ergeben, in Echtzeit. Das geht letztendlich mit OneNote ja auch ganz wunderbar, da in dem Moment, wo ein Mitarbeiter zum Beispiel eine Frage mit eingestellt hat, kann das der Vorgesetzte auch sehen. Ja? Sie müssen es nicht eine Sekunde, nachdem der Mitarbeiter die Frage eingestellt hat, sehen. Das wäre zu stressig. Ja? Also verfallen Sie nicht in so einen Druck, wo Sie denken, oh, ich muss da alle 5 Minuten reinschauen, ob ein Mitarbeiter irgendeine Frage gestellt hat. Nein, Sie können sich auch in Ihrem Kalender Zeit einplanen, wo Sie sich ganz bewusst mit diesen Themen, mit den Mitarbeitergesprächen auseinandersetzen, schauen, wer hat jetzt welche Frage mit reingestellt und können dann eben auch da entsprechend drauf reagieren, ne? Was dann eben wiederum der Mitarbeiter asynchron dann auch checken kann, was sie dort reingetragen haben. Und wenn sie dann im Einzelgespräch sind, schauen sie einfach, was in der vergangenen Woche passiert ist und vielleicht können sie auch ein entsprechendes Feedback geben, was noch verbessert werden kann.
sorgen dadurch letztendlich dafür, dass sich der Mitarbeiter auch weiterentwickelt und wachsen kann. Ja, das ist ja das, was wir erreichen wollen. So, was gehört jetzt da rein? Abschnitt für Themen, Abschnitt für asynchrone Fragen, Aktionspunkte festhalten, auch ein langfristiges Ziel letztendlich nachverfolgen und eben einen digitalen Ort finden, wo alles gespeichert wird. Jetzt schauen wir uns das einmal live an. Hier in meinem OneNote habe ich in meinem Notizbuch verschiedene Punkte hier für mein Team und eins davon ist Mitarbeitergespräch. Ich habe jetzt eine Seite für Max Mustermann angelegt. Das können Sie sich überlegen, ob Sie ein eigenes Notizbuch nur für die Mitarbeitergespräche machen und dann pro Mitarbeiter also einen Reiter hier anlegen, einen Abschnitt, um dann zu verschiedenen Daten hier unterschiedliche Seiten anzulegen oder ob Sie letztendlich pro Mitarbeiter eine Seite haben und dann mit dieser einen Seite immer weiterarbeiten. Ja, also es ist ja ein fortlaufender Prozess. Wir brauchen es ja nicht, wie wir es sonst gewohnt sind, ein Protokoll, was festgeschrieben ist, sondern wir können ja laufend damit arbeiten. Letztendlich wird sich ja hier laufend täglich etwas ändern, ja? Weil der Mitarbeiter Dinge bearbeitet hat, fertiggestellt hat. Also müsste man ja sonst jeden Tag einen Screenshot machen, um das festzuhalten. Ist ja auch Quatsch. Ne? Aber Sie können sich das einfach gestalten. Einfach drei Textblöcke hier anlegen. Ich habe hier die drei Überschriften entsprechend formatiert mit Überschrift 1, die Themen, die wir haben, die Aktionspunkte und nochmal die Ziele, die verfolgt werden sollen, die beruflichen Ziele. Hier haben wir einfach nur Text und das habe ich entsprechend hier mit den Aufzählungszeichen formatiert. Hier bei den Themen, da sammeln wir einfach. Und das Schöne ist bei einem geteilten Notizbuch, jeder kann erkennen, wer wann welches Thema hinzugefügt hat. Das wird dann angezeigt. Neben dem Text ist das eine Information, die OneNote uns automatisch anzeigt. Das heißt, Sie können das immer wieder nachvollziehen, was kam an neuen Themen hinzu. Wenn ein Thema erledigt ist, kann es natürlich auch abgehakt werden. Wir können aber auch hier einfach sagen, wir markieren das und setzen da erstmal so eine Aufgabenkategorie dran. Ja, dann sehen wir, aha, das sind noch die offenen Themen, wenn wir etwas erledigt haben. Ich würde es eigentlich rausstreichen, löschen. Man könnte aber auch dann entsprechend hier einen Haken setzen und sagen, so, das haben wir jetzt erledigt. Das müssen wir einfach sehen, wie Sie hier mit dem Notizbuch in OneNote entsprechend arbeiten wollen. Da müssen Sie drüber sprechen, eine Vereinbarung treffen, wie Sie das hier machen wollen. Und dann die Aktionspunkte würde ich immer sagen, wenn das also etwas ist, was der Mitarbeiter tun soll, ne, wer macht es, bis wann, dann muss das entsprechend eingeplant werden. Und das ist das Schöne hier an OneNote. Wir haben die Möglichkeit, Outlook-Aufgaben daraus zu erstellen. Das heißt, wenn das hier ein Punkt ist, die es, sagen wir mal, der Mitarbeiter erledigen soll, dann kann er sich das hier entsprechend einplanen. Sie kennen diese Fähnchen vielleicht schon aus Outlook. Wenn Sie das entsprechend benutzerdefiniert zum Beispiel einplanen, dann, ich klicke jetzt nicht drauf, aber dann wird daraus eine Outlook-Aufgabe in dem Outlook des Mitarbeiters. Und er kann sich das entsprechend einplanen. Und wenn Sie als Vorgesetzter das andere erledigen müssen, dann tun Sie das genauso, sodass es bei Ihnen in Outlook eine entsprechende Aufgabe wird. Dann bekommen diese beiden Punkte erstmal vorab diese Fähnchen. Sollte die Aufgabe erledigt sein, also der Mitarbeiter zum Beispiel, hat dann in seinem Outlook diese Aufgabe als erledigt markiert, wird das automatisch hier in OneNote aktualisiert und wir haben hier einen grünen Haken dann davor. Es ist also nicht mehr das rote Fähnchen, sondern ein grüner Haken. Das heißt, Sie als Vorgesetzte sehen immer im Prinzip nach einer Sekunde, was hat der Mitarbeiter schon erledigt. Ja, das ist einfach sehr transparent. Und wie gesagt, ohne dass wir jetzt umständlich Mails hin und her schicken müssen und Sie als Vorgesetzter nachfragen, so hast du das denn schon erledigt? Oder der Mitarbeiter Ihnen eine Mail schickt,
habe ich erledigt oder so. Ja, also wirklich reduzieren Sie diesen internen E-Mail-Verkehr, der absolut überflüssig ist, wenn Sie hier mit OneNote und Outlook entsprechend effizient arbeiten. Das kann ich nur immer wieder betonen, dass hier diese beiden Programme super Hand in Hand arbeiten und Sie diese Kommunikation und auch die Selbstorganisation deutlich verbessern und effizienter gestalten. Ja? Und dann kann man hier immer wieder sehen, so was ist erledigt und was nicht. Dann könnte man aus meiner Sicht, wenn es erledigt ist und wir beim nächsten Gespräch darüber gesprochen haben, ne, gab es noch irgendwelche Hindernisse, hat das gut funktioniert, was kann man beim nächsten Mal besser machen, dann kann man das von mir aus auch rausstreichen. Weil dann ist es erledigt, dann ist es gut. So bräuchte ich dann immer nur eine Seite pro Mitarbeiter, an der ich immer fortlaufend arbeite. Das ist die Idee dahinter. Wenn Sie sich mit OneNote noch nicht so genau auskennen, empfehle ich Ihnen mein OneNote-Tutorial, wo ich Ihnen genau diese Punkte erkläre. Also dieses Mitarbeitergespräch ist ein Beispiel von mehreren Praxisbeispielen, die ich Ihnen da biete. Ich kann nur so viel sagen, OneNote zu erlernen ist echt nicht schwer. Das ist wirklich sehr einfach zu bedienen. Die Herausforderung bei OneNote besteht eigentlich darin, sich zu überlegen, wofür nutze ich es sinnvollerweise? Und hier haben Sie bei den Einzelgesprächen, Mitarbeitergesprächen eine gute Möglichkeit schon, ein gutes Praxisbeispiel, wie Sie das machen können. Und in diesem Tutorial erkläre ich eben auch genau an diesem Beispiel Mitarbeitergespräch, was Sie wie einstellen müssen. Also ich erkläre eben auch die einzelnen Funktionen. Ja? Und dann können Sie das einfach nachmachen. Verlinke ich hier auch nochmal unter dem Video, können Sie sich gerne bei mir bestellen und dann können Sie auch direkt durchstarten. Viel Spaß dabei! Hat Ihnen das Video gefallen? Dann abonnieren Sie meinen Kanal. So verpassen Sie keinen meiner sofort umsetzbaren Tipps, mit denen Sie Ihre Produktivität steigern. Melden Sie sich bitte auch zu meinem 10-Tage-Kurs an, so erhalten Sie meine 10 besten Tipps für mehr Effizienz am Arbeitsplatz.